Wer sich aufgrund gesundheitlicher oder psychischer Probleme nicht mehr selber helfen kann, der braucht Betreuung. Wenn sich da niemand findet, müssen Profis ran, selbstständige Betreuer oder Mitarbeiter von Betreuungsvereinen. Aber diese Vereine bekommen immer mehr finanzielle Probleme. Seit 2005 sind die Sätze nicht mehr angehoben worden. Die Bundesländer konnten sich bislang nicht darauf einigen und das stellt viele jetzt vor existenzielle Probleme. Peter Benz ist seit 25 Jahren gesetzlicher Betreuer in Bochum. Als Angestellter eines Vereins kümmert er sich um Menschen, die ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen können. Heute hat er einen Termin mit Uwe Werner Böhr. Der 61-Jährige lebt allein, ist gesundheitlich schwer angeschlagen und braucht einfach viel Lebenshilfe. Sie haben jetzt drei TV-Zeitschriften im Moment im Abo. Die sollen auch alle so bleiben. Ja, genau. Oder könnte da eine von weg? Müsste ich nochmal in Ruhe gucken. Dann. Genau. Peter Benz will nicht bevormunden, sondern Hilfe zur Selbsthilfe geben. Der Diplom-Sozialarbeiter fragt nach Verträgen, kümmert sich um Konten und das Haushaltsbudget. Ziel ist, die Betreuung aufzugeben. Manchmal ist es nicht möglich, aber sie zu reduzieren und die Verselbstständigung voranzutreiben. Bis zu 6 Stunden pro Monat muss Peter Benz in diesem Fall einplanen. Wenn man es vernünftig machen will, kostet das Zeit. Ja, genau. Und ich mache es gerne noch weiter vernünftig und sehe aber, dass die Zeit nicht mehr reicht. Denn sein Arbeitgeber bekommt vom Land monatlich nur gut 3 Stunden pro Fall bezahlt. Die maximal 44 Euro pro Stunde wurden seit 2005 nicht mehr erhöht. Das gefährdet auch die Beratung von ehrenamtlichen Betreuern, die quasi noch nebenher läuft. Lydia Kostler will neu ins Ehrenamt einsteigen. Peter Benz bringt sie mit Hans-Jürgen Voss zusammen, der in einem Altenheim lebt. Irgendwie ist es so, ich habe so wenig Zeit für sie. Und Frau Kostler hat so ein bisschen Lust, Leute zu begleiten. Ne? Und hätte sogar auch ganz gerne noch ein bisschen mehr Lust, noch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Ja. Peter Benz ist froh über jede ehrenamtliche Entlastung. Aber Freiwillige sind auch noch schwer zu finden. Inzwischen muss er mit 30 Arbeitsstunden pro Woche 42 Menschen betreuen. Sein Chef Holger Rüßberg fordert schon lange eine Erhöhung der Stundensätze. In den vergangenen Jahren konnte sich der Verein nur mühsam über Wasser halten. Es gibt ja einen Gesetzesentwurf, der jetzt noch mal aktualisiert wird vom Bund. Dann gäbe es immerhin eine Lösung, die so gerade eben es erstmal noch mal abfedern würde, was über die Jahre alles gefehlt hat. Man braucht eigentlich eine dauerhafte Dynamisierung. Meint eine regelmäßige Erhöhung. Bislang aber weigern sich die Bundesländer, über das Gesetz abzustimmen. Es würde sie deutlich mehr Geld kosten. Die Konsequenz, einige Vereine haben die Betreuung schon eingestellt. Wie zum Beispiel bei Dagmar Auerberg von der Caritas Mülheim. Sie haben 2016 die Betreuung, den Verein einstellen müssen, den SKFM. Wie war die Lage da zuletzt? Ja, wir hatten über fast 2 Jahre schon eine defizitäre Situation. Das heißt, wir haben weniger Geld eingenommen, als wir tariflich unsere Mitarbeiter bezahlen müssen. Und dadurch ist das so in die Schieflage geraten, dass der Vorstand entschieden hat, frühzeitig die Reißleine zu ziehen und den Verein dann aufzulösen. Denn sonst wäre das ja eine Form der Insolvenzverschleppung gewesen. Das möchte kein ehrenamtlicher Vorstand dafür zuständig sein. Und daher mussten wir den Verein dann an dieser Stelle dann auch schließen und den Betreuungsbereich aufgeben. Ja, und so ergeht es jetzt immer mehr, haben wir im Film gehört. Ja. Wie sieht grundsätzlich die Aufgabe von einem Vereinsbetreuer aus? Wie viele Stunden verbringe ich am Schreibtisch und wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich vor Ort mit den Menschen? Ja, man kann so ungefähr sagen, dass man 80% seiner Zeit am Schreibtisch und am Telefon verbringt. Also am PC, um Anträge zu stellen, Briefe zu schreiben, die Rechte der Klienten schriftlich zu vertreten. Ungefähr 20% sind persönliche Kontakte. Das hieße, man fährt in die Wohnungen der Betroffenen, man besucht sie in den Einrichtungen oder man hat Gespräche mit ihnen, mit anderen Bezugspersonen dann in den jeweiligen Büros. Das liegt ungefähr so in diesem. Jetzt bekommt ein Betreuer maximal 44 Euro pro Stunde. 3 davon werden nur ausgezahlt. Dagegen sind die Kosten gestiegen. Wozu führt das? Also das wird auf Dauer dazu führen, dass, sage ich mal, qualitativ hochwertige Betreuung nicht mehr geleistet werden kann. Wir haben ja mit Sozialarbeitern und Sozialpädagogen zusammengearbeitet, die zum Teil langjährig Berufserfahrung auch hatten. Und das wird in Zukunft so nicht mehr gehen können. Das können auch andere Vereine dann nicht mehr leisten. Und das wird dazu führen, dass die berufsmäßig geführten Betreuer durch selbstständige Betreuer, die werden dann immer mehr werden. Und man kann davon ausgehen,
dass die in der Qualität so nicht weiterarbeiten können. Also wir merken das in unserem alltäglichen Arbeit, dass wir immer mehr mit Betreuern zu tun haben, die dann eben qualitativ ihre Dinge nicht mehr richtig regeln. Jetzt hat heute das Justizministerium aktuell noch einen Entwurf zustande gebracht für ein Gesetz, das ist natürlich noch nicht abgesegnet, und das heißt, das Gehalt soll um 17% durchschnittlich erhöht werden. Können Sie da was mit anfangen? Ist das der richtige Weg? Also die Richtung ist schon mal in Ordnung, würde ich sagen, aber die Menge reicht nicht. Also wenn man überlegt, dass wir seit 2005 keine Anpassung mehr gehabt haben und so berufsmäßige Bezahlung dann, sag ich mal, immer mit 2% pro Jahr dann zu berechnen wäre, was dann da drauf kommt, dann weiß man, nach 10 Jahren müssten 20% drauf und 17% sind jetzt einmalig zu wenig. Und darüber hinaus würde ja die Steigerung in den nächsten Jahren auch noch weiter voranschreiten. Also wenn das jetzt einmalig ist, das gibt es einen Tropfen auf den heißen Stein, da werden die Betreuungsvereine das auch nicht, das wird sie nicht retten. Okay, Sie fordern eine Dümanisierung auf jeden Fall. Auf jeden lieben Fall. Dank. Ja.